So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook. Heute habe ich mal ein Experiment vor. Ich möchte heute mal Eisbaden. Das habe ich mir schon länger mal vorgehabt. Und jetzt ist ungefähr 9.30 Uhr. Ich stehe hier nahe bei Ginzburg an einem See und ich möchte jetzt einfach mal Eisbaden. Es ist schon kalt, also einige Häuserdächer sind, haben noch Froststreif drauf. Ja. Wie gesagt, da drüben arbeiten jetzt Leute und sehen mich jetzt da vielleicht, wenn ich jetzt da nackig reinspringe, aber mein Gott, was soll's? Soll ich mich jetzt echt davon abhalten lassen? Ach nee, also jetzt habe ich mich schon vorbereitet. Jetzt ziehe ich das auch durch. Ich habe hier meinen Hammer, damit schlage ich das Eis auf. Und ja, jetzt muss ich mir bloß schnell ausziehen und dann geht es eigentlich los. Ja, also gut, ich beeile mich schnell. So. Hey, Moment, ich lege jetzt bisschen mal schnell die Kamera schnell hier ab. So. Machen wir das ganz schnell. Eisbaden. So. Ja, es ist arschkalt. Es gehört schon Mut dazu, was ich jetzt da mache. Sollen sie zugucken, ist mir jetzt egal. Ich will das jetzt machen. So, ich spring da jetzt rein, das ist mir jetzt egal. So, jetzt gucken wir einfach. Also, wichtig ist, gar nicht zu viel überlegen, sondern einfach machen. Das ist A und O. So, jetzt schlage ich mal das Eis auf, dass ich überhaupt mal hier reinkommen kann. Hopp, jetzt fliegt schon die Kamera. Also, jetzt wird es echt heftig. Aber so, das Eis, die Platten schlage ich auf. Vorsicht, die könnten ein bisschen auch scharfkantig sein. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber da muss man die Eisplatten einfach hier ein bisschen auf Zeit tun. Ich zeige es jetzt mal schnell. Jo. Ach ja, es geht. Es geht, es geht. So, ich schlage jetzt hier noch schnell das Eis auf, dass ich ein bisschen weiter reinschwimmen kann. Ah, ich mag schon die Füße, wie es zieht. Also die Kälte ist schon langsam schon so, dass sie langsam ein bisschen unangenehm wird an den Füßen schon. Aber ich will ja noch mit dem ganzen Körper rein. Und deswegen haue ich jetzt hier das Eis noch ins Auge. Das dauert jetzt ein bisschen. Ah, ist schon ein bisschen Spritzerei. Ich halte jetzt die Kamera ein bisschen weiter. So. Also an die Füße merkt man schon, wie es ziemlich kalt wird. Ah. Oh, watch, watch. Da ist natürlich ein bisschen Verletzungsgefahr. Vorsicht. Also ich schlage so nach und nach das Eis auf, dass ich auch ein bisschen reinkomme, im ganzen Körper. So. So. Jetzt muss ich bloß noch mal ganz kurz noch mal raus, weil, ups, ist ein bisschen eine wackelige Geschichte. Ich muss mal ganz kurz meine noch mal. Ja, an den Beinen zieht es jetzt natürlich brutal, das ist natürlich heftig. Ich mache jetzt hier schnell bloß noch die Wasserproppen weg. Ja, jetzt bin ich schon mal ziemlich weit, jetzt bin ich schon ziemlich weit gekommen. Ich will ja mit dem ganzen Körper reintauchen, also. Okay, jetzt ziehe ich bloß schnell. Ja, jetzt mache ich mir halt mal kurz nackig. Ich baue meine Unterhose schnell runter. Ah. So. Also. So. Und jetzt geht's voll ins Kalte. Ich halte mich hier fest. Oh. So. Eisplatten ein bisschen weg. Wegen Verletzungsgefahr. Ist schon gewissermaßen ein bisschen eine Verletzungsgefahr. So. Und jetzt muss ich nur noch. Oh, ouch, ouch, ouch. Ja.
So sollte man es nicht machen. Ich tue noch ein paar Eisplatten ein bisschen weg, wenn das geht. Autsch. Okay, und jetzt geht's runter in die Kälte. Also, oh Mann, ich habe ein bisschen Herzprobleme. Also, wenn das mein letztes Video wird, Leute, es ist schon mutig, was ich mache. Also, jetzt weiter. Mehr Atmung. Ich krieg gar keine Luft mehr. Komischerweise, das geht jetzt voll auf die Atmung. Ich glaube, das war's jetzt. Man sieht das immer in Russland, wie die da ewig lang da drin sind. Warum muss ich jetzt so schnaufen hier? Ich krieg gar keine Luft mehr. Wie machen die das bloß immer mit dem Eisbaden? Ich glaube, ich habe schon die Schnauze voll hier. Ich glaube, ich höre auf. Meine Füße frieren jetzt auch total ein hier. Ich glaube, für heute reicht es das erste Mal. Oh, ich lege mal die Kamera weg. Okay, das war jetzt das Eisbaden. Mann, oh Mann. Was war? Ich muss plötzlich volle Kanne schnaufen. Ich weiß nicht warum. Die Schmerzung ist so schlecht. Meine Füße sind jetzt auch total pelzig von der Kälte. Ich habe richtiges pelziges Gefühl in meine Füße. Ja, aber in Russland sieht man doch, wie die da voll lang drin sitzen. Naja, in dem kalten, eiskalten Wasser. Und ich bin jetzt bloß kurz drin und verschnaufe es gar nicht mehr. Was ist denn das? Also war das irgendwie eine Schockreaktion von meinem Körper, der dann die Atmung jetzt so erschwert hat? Irgendwie sowas muss das jetzt sein. Okay. Ja, aber ich mach das wieder auf jeden Fall. Nächstes Mal dann ein bisschen länger. Ich bin jetzt bloß raus. Wie gesagt, weil meine Füße sind jetzt pelzig geworden. Und ich muss so schwer atmen. Sonst hätte ich das noch länger durchgestanden. Okay. Also Leute. Aber ich bereue es jetzt nicht, dass ich das jetzt gewagt habe. Macht auch mal so witzige Aktionen, macht auch mal so Eisbaden oder so. Das ist jetzt einfach ein See bei mir in der Nähe. Und da brauchen wir doch auch keine Erlaubnis fahren. Wer will da maulen? Du tust ja nichts Böses. Ja. Traut euch mal sowas. Traut euch mal Sachen, wo niemand sonst sich traut. Geht einfach mal irgendwo am nächsten See und macht das gleiche wie, nehmt einen Hammer mit, schlagt das Eis auf und geht Eisbaden. Ist ein geiles Gefühl, ist gut für den Kreislauf. Und ja, also ich habe das schon länger vorgehabt und ich habe mir gedacht, hey, wenn ich es jetzt nicht mache, dann kotzt mir das hinterher richtig an. Und so habe ich mir gedacht, jetzt mache ich das heute und dann bin ich nachher stolz auf mich. Ist ja gut für den Kreislauf. Wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen Probleme im Herz. Aber wenn man das Herz nie trainiert, wird es ja auch nicht besser. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich mache es jetzt einfach. Hui. Oder soll ich noch mal kurz rein? Nee, ich glaube, für den Anfang reicht's. Nee, ich glaube, es reicht. Das ist geil, ey. Jetzt wärmt sich der Körper langsam auf. Nee, lass gut sein. Ich trockne jetzt ab. Ich mache einen zweiten Teil mit Eisbaden und diesmal versuche ich mal etwas länger auszuhalten. Aber jetzt für den Anfang ist ganz gut. Okay. Also Leute, wie gesagt, traut euch mal solche Sachen, ja. Macht mal verrückte Sachen, obskure Sachen. Das stärkt das Selbstbewusstsein und ist ein cooles Feeling. Okay, also dann bis zum nächsten Video und bis bald.